Bitte. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei TV Total. Heute Abend habe ich wieder einiges für Sie. Ich fange direkt mal an mit einer Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben hier. Hollywood ruft, David Beckham wird Filmstar. Ja, und zwar soll er spielen in einem Remake von Pink Panther. Ja? Kennen Sie doch David Beckham, oder? Sieht super aus, ist stinkreich. Ja? Und wenn er sich noch eine anständige Frisur macht, sind wir kaum noch zu unterscheiden. Ja? David Beckham. Ich glaube schon, dass David Beckham ein guter Schauspieler ist, oder? Im wahren Leben spielt er ja wirklich absolut überzeugenden Hetero. Ja? Und ich glaube, wenn das in der Fußballbranche Schule macht, dann haben wir bald noch einige tolle Filme zu erwarten. Ja, stellen Sie sich das hier mal vor. Schauen Sie mal, auch ein guter Film, oder? Finden Sie das? Oliver Kahn ist der unglaubliche Hulk. Wahnsinn, oder? Wäre nicht schlecht. Ich hätte noch ein kleines Angebot für Sie, meine Damen und Herren. Wie wäre es denn mit diesem Film hier? Free Kali. Ja? Free Kali. Das ist doch mal ein Film. Free Kali in der XXL-Version. Und dann kriegen Sie dann auf dem Kinosessel, kriegen Sie dann so, können Sie Popcorn zentnerweise bestellen. Ja? Super. Dann möchte ich Ihnen was zeigen vom Bayerischen Rundfunk in der Sendung Boulevard Bayern. Wurde ein Bericht gezeigt vom 50. Geburtstag der Schauspielerin Jutta Speidel. Und ja, ich habe den Eindruck, sie hat ihren Geburtstag selbst nicht mehr so ganz wahrgenommen. Hören Sie sich das mal an hier. Jutta Speidel gefiel es ganz besonders und sie feierte nebenbei in der Galerie ihren 50. Geburtstag. Von Maler Sascha Wusso kaufte sie gleich zwei Bilder und sie machte sich selbst noch ein besonderes Geschenk. Dann habe ich mir heute ein Auto geschenkt. Das habe ich heute abgeholt. Und das steht jetzt in der Tiefgarage und jetzt muss ich dann nach Hause fahren. Gott sei Dank habe ich nur Apfelkuchen getrunken. Gott sei Dank. Ja. Natürlich. Gott sei Dank. Super, oder? Ja. Gott sei Dank habe ich nur Apfelkuchen getrunken. Den guten Apfelkuchen von Behrensen. Ja. Gut, mit 50 ist ja, glaube ich, so, dass man, den nimmt man ja, glaube ich, die Nahrungsmittel sowieso nur noch püriert zu sich. Ja. Toll. Wahrscheinlich geht sie auch in den Laden und sagt, Palim, Palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja? Jutta Speidels 50. Geburtstag. Und dann hier etwas beim ZDF, habe ich das entdeckt bei heute. Und zwar der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi bereitet sich auf eine Sitzung vor und da kommt ein Flegel und tatscht ihm auf den Kopf. Schauen Sie mal hier. Die Deutschen haben sich beim Streit um die europäische Verfassung durchgesetzt. Als letzter hat der polnische Ministerpräsident... Ja, dann möchte wohl einer neue Betonschuhe haben, ja? Oder? Ja. Ich glaube, Gerhard Schröder wäre überhaupt froh, wenn ihn noch jemand anpacken würde, ja? Aber wie er sich so ein bisschen erbost hat, oder? Silvio Berlusconi, toll. Dann etwas Tolles vom ZDF. Sie wissen, unsere Partnersendung Wieso ist jetzt mittlerweile eine der ältesten Sendungen beim ZDF. Wieso gibt es, glaube ich, seit 25 Jahren oder so. Wie viel? 20 Jahren, höre ich gerade. Und der Kollege Michael Opuczynski, der Moderator, begrüßt seine Zuschauer. Und seit neuestem, ja, wenn Sie sagen, wieso Zuschauer? Seit neuestem gibt es Zuschauer bei Wieso. Ja, Zuschauer bei Wieso. Und da können Sie mal sehen, wie die auf Zack sind, wenn es darum geht, den Applaus an der richtigen Stelle zu setzen. Passen Sie mal auf. Und zum zweiten Mal sage ich willkommen bei Wieso. Ja, oder? Das geht zur Sache, oder? Da merkt man, dass das jahrelang geprobt ist. Toll. Das dauert aber den ZDF-Zuschauern auch ein bisschen, bis sie das Taubenfutter aus der Hand gelegt haben. Das kann bei uns nicht passieren, meine Damen und Herren. Bei uns klatscht das Publikum ja Playback. Und das Klatschen kommt bei uns vom Band. Ist wirklich so. Ja, als wenn Sie zu Hause sagen, das stimmt doch gar nicht. Können wir gerade mal beweisen? Können wir mal unser Publikum zeigen? Einmal bitte Playback-Applaus.
Dankeschön, danke, danke, vielen Dank. Dankeschön, danke. So, jetzt haben wir das Band einfach mal nicht mitlaufen lassen. Jetzt können wir es wieder mit. Können wir das Band jetzt wieder mitlaufen lassen? Achtung, und jetzt wieder mit Band. Achtung, und los geht's. Aha. Danke. Dankeschön, danke. Ja, ja, ja. Dankeschön. Also, das war der Beweis, meine Damen und Herren. Und was Tolles habe ich noch von RTL exklusiv Weekend. Mariella Ahrens war, glaube ich, auch im Dschungel mit dabei, ne? Dadurch ist sie, glaube ich, auch berühmt geworden, oder? Hat die vorher schon was anderes gemacht? Weiß man gar nicht. Und sie war auf einer Autopräsentation und da gab es ein Cabrio zu sehen. Und dann hatte sie etwas Probleme zu erklären, wie das Ding heißt, was, wenn das Cabrio zu ist, wie das heißt, was da oben. Schauen Sie mal. Und sogar Sascha singt für die 1500 hoffentlich auch PS-interessierten Gäste. Das ist ein Cabrio eindeutig. Das ist nämlich die Decke, also sagt man dann, die Decke ja von dem Auto oder wie sagt man dazu? Ja, wie die Decke, was denn? Man sagt dazu Dach, ja? Oder wie Daniel Kübelböck sagen würde, das, was von der Feuerwehr weggeflext wird, ja? Jetzt muss ich Ihnen was zeigen bei Vox. Ich persönlich guck's nicht, ja. Ich guck schon was auf Vox hin und wieder mal, aber die Sendung Wahre Liebe guck ich mir persönlich nicht an, das ist mir zu schmutzig, ja. Dafür habe ich aber meine Mitarbeiter und die gucken sich das natürlich an, ja. Und da war ein Bericht zu sehen von einem Fotoshooting. Und ich schaue mir das dann hier an in der Redaktion und bin geschockt, als ich höre, was für eine Musik unter diesem Schmuddelbeitrag liegt. Schauen Sie sich das mal an. Ein weiches Handtuch verschafft Erleichterung. Doch Lars kämpft noch mit einem ganz anderen Problem. Ja, eigentlich nur, dass unser Wasser-Matsch-Mix sehr schnell trocknet und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das wieder in den Griff zu bekommen. Durch ständige Wasserkühlung am besten. Entspannte Atmosphäre am Set. In der vergangenen Woche sind schon viele hundert Bilder entstanden. Was für eine bodenlose Frechheit, ja? In so einem Schmuddelbeitrag diese Musik zu unterlegen. Das ist eine zu einem Schmuddelbeitrag gehört auch Schmuddelmusik, ja? So muss es klingen. Das passt auch. Passt auch inhaltlich. Kann doch so schwer nicht sein. So. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen Werbung machen, meine Damen und Herren. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar zu Gast heute bei uns der wunderbare Olli P., Moderator von Big Brother. Dann zeigen wir Ihnen ein Gerät, das Hunde übersetzen kann. Und Anastasia, ja, ist so. Und Anastasia ist bei uns zu Gast. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück, meine Damen und Herren, gleich noch bei uns Anastasia zu Gast. Wir zeigen Ihnen eine Maschine, die Hunde übersetzen kann. Ja. Und, achso, hier, da kann ich noch mal, falls Sie fragen, was das ist, falls Sie es noch nicht wissen. Das ist unsere Zeit bis Istanbul. Ja, es sind noch genau 3.981.419 Sekunden bis Istanbul. Wir haben es in Sekunden gemacht, damit es für Sie einfacher nachzurechnen ist, meine Damen und Herren. Ja, und dann wird Max dort antreten. Und ich bin gespannt, was passiert. Das ist übrigens die aktuelle Single von Max, falls Sie die noch erwerben. Die gibt es tatsächlich noch im Handel. So. Kommt jetzt ein junger Mann zu uns, meine Damen und Herren, der schon in vielen Rollen geglänzt hat. Und zwar als Schauspieler, als Rapper und jetzt als Moderator, als Tänzer übrigens auch. Hier bei uns in der Sendung. Und jetzt als Moderator von Big Brother. Begrüßen Sie recht herzlich Olli P.
Herzlich willkommen. Was ist denn heute los? Ja, weiß auch nicht. Da sind sie ja wieder, die Haare. Ich habe die doch beim letzten Mal hier komplett abgeschoren. Wie lange ist das her? Das war, glaube ich, Oktober oder November. Ich wollte nur zum Nachschneiden heute kommen. Eigentlich. Also zum Nachschneiden? Ach so, ich bin bereit. Nein. Nein, nein, nein. Doch, ich habe schon wieder hier. Nein. Scheiße, nein, nein, nein. War doch gut, oder? Ja, haben sie doch gut gemacht, oder? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass die Haare auch dann stärker nachwachsen. Und nach einem Monat hatte ich dann hier einen wunderbaren Kranz, wo nichts mehr kam. Also hier kommt nichts mehr. Deswegen ist hier... Wie, Moment. Du hattest vorher mehr Haare, bevor ich dich... Ja, natürlich waren davor mehr Haare als danach. Aber nein, ich meine, nee, die kamen nicht mehr nach. Also richtig so. Die sind nicht mehr nachgewachsen? Nee. Aber vielleicht ist auch einfach, lass mal sehen. Ja, das liegt auch im Alter ein bisschen. Wie alt bist du jetzt? 25 schon. 25 bist du erst? Ja. Echt? Wie? Ich kenne dich doch schon seit 10 Jahren. Wann hast du denn angefangen? Vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren? Ja, du bist ja fast so lange wie ich schon unterwegs. Toll. Ja. Das war Oli P., meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nein, danke. Nein, nein, bleib hier. Oh, Apfelkuchen. Ja, Apfel, lecker Apfelkuchen. Prost. Also du hast, ach, das kommt auch noch, ich werde bekloppt. Du bist jetzt ja, Moderator bei Big Brother. Mhm. Co-Moderator oder was, du bist nur bei bestimmten Sendungen dabei, oder? Also ich mache ein tägliches Call-TV live. Ja. Und dann bei der großen Entscheidungsshow, wo halt Leute das Haus verlassen oder reingehen, ja, da bin ich dann am Haus, der Reporter, und dann mache ich noch ein Spezial. Das läuft dann immer einen Tag nach der Entscheidungsshow. Da gibt es dann nochmal so Hintergrundberichte und da werden die Bewohner, die Familie interviewt und so. Ja. Du bist auch richtig in dem Thema drin. Guckst du das dann auch jeden Tag und weißt dann, musst ja auch Bescheid wissen, was da passiert ist. Für mich ist das alles sehr komplex. Ich weiß nicht mehr, wer von denen ist arm, wer von denen ist reich, wer von denen ist mittel, wer von denen ist dumm, wer von denen ist klug. Also klug ist ja keiner, aber wer von denen ist ganz dumm und wer von denen ist geht so dumm. Das darf ich ja nicht, also ich werde mich natürlich hüten. Da wirst du denn auch mal selber ins Haus reingehen? Letztes Jahr, ich war letztes Jahr mal drin, für 3 Tage. Ach echt? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, das haben die wenigsten eigentlich. Nee, also drei, ja. Es gab vor der letzten Staffel, vor Big Brother The Battle, gab es ein dreitägiges Z-Promi-Special. Z-Promi-Special, ja. Okay. Genau. Und da war ich auch dabei. Ja. Ja. Und dann haben wir da halt gewohnt 3 Tage und das war echt hart. Also gleich am ersten Abend, wo wir dann endlich raus durften nach 3 Tagen, auf Toilette gewesen und vorm Spiegel. Und war letztes Jahr auch schon auf Toilette eine Kamera? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Also mir haben sie gesagt, nee, da wird nicht gefilmt. Aber danach, als ich rausgekommen bin, haben die alle so... Haben die alle geguckt, ja. Ja, ja. Ja, unsere Lieblingskandidatin ist ja leider schon ausgeschieden. Kader. Ja? Ja. Das ist die, hier die... Kader Lot. Mhm. Ja. Hast du ja auch kennengelernt, oder? Ja, ich hab's auch kennengelernt. Ja, wir haben hier einen kleinen, wir zeigen mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Talk mit dir und Kader, glaube ich. Okay. Ja. Was wirst du als erstes machen? Unbeobachtet zu pinkeln. Okay, das ist fast richtig, denn zuerst wirst du jetzt zu Ruth ins Studio gehen und sie wird dir noch einige Fragen stellen. Okay. Dann ab mit dir ins Studio. Tja, meine Damen und Herren, das war Kader. Ich glaube, sie trägt es wirklich mit Fassung. Ich weiß nicht, wie es bei den Kader-Fanclubs ist. Das ist doch eine Katastrophe. Katastrophal. Ich höre hier gerade, ja, in Berlin und in allen deutschen Großstädten, der Verkehr ist zum Erliegen gekommen. Die Kader-Fanclubs zu Millionen auf die Straßen geströmt mit Schildern. Kader vor, Präsident, aber leider Kader vorbei. Ja, was für eine Moderation, oder? Ja. Das war, glaube ich, ein schwerer Rückfall in GZSZ-Zeiten. Das tut doch gar nicht, nee. Nee, ich denke mir das dann immer ganz spontan aus. Ach so, okay, verstehe. Um das zu entschuldigen jetzt. Ja, ja. Ist das für dich eine Herausforderung, Moderation? Macht dir das Spaß? Ja, das macht mir schon Spaß, ja. Ja? Nee, also ich hab mich jahrelang gefragt, ob ich das auch mal machen könnte. Und dann gab es ja manchmal bei Top of the Pops oder interaktiv mal so Co-Moderationswochen, wo man dabei sein durfte. Und dann habe ich mir halt immer gedacht, ja, warum fragt mich denn keiner irgendwie, ob ich das nicht mal machen darf? Und dann haben sie mich gefragt und dann war das eigentlich klar, dass ich da gerne mit dabei bin. Bin ja auch ein Big Brother-Fan der ersten Staffel und so weiter. Jetzt habt ihr ja noch einen neuen Kandidaten mit drin, und zwar der Heiko, der Sachsen-Pole. Gollum. Ja? Wer denkt sich das aus? Ihr habt ihn groß gemacht. Ja, wir haben ihn groß gemacht? Nein, wir haben nur, dreimal, wir haben hier, ja, aber das ist ja Jahre her. Ich weiß gar nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich war auch keine Ahnung. Ich habe die Filme nicht gesehen. Nein, er hat ja erzählt bei Big Brother, dass er jetzt was anderes macht. Wir schauen uns das mal gerade an hier. Sachsen-Paule.
Ja, wir hören es gerade aus dem Publikum. Viele kennen dich ja noch als Sachsen-Paule. Da hast du dein Geld als Erotikdarsteller verdient. Richtig. Die Zeit ist vorbei, deswegen werden wir da nicht drüber reden. Wieso heißt du jetzt Heiko? Heiko aus dem Grund, weil ich habe 2 CDs aufgenommen, habe mich von der Erotikbranche getrennt und jetzt ist Comedy angesagt. So einfach ist es, ja? Keine Erotik mehr, jetzt ist Comedy angesagt? Ja. Wenn man ihn so sprechen hört und auch wenn man ihn so sieht, mich erinnert er immer an Jens Weißflog. Kennt ihr jemand? Diesen kleinen Skispringer, ja, der manchmal mit Günther Jauch diese, als oder? Das ist ja Dieter Thoma, aber ich glaube, Jens Weißflog ist dann bei ARD oder ZDF. Genau. Hat er Comedy-Talent, der Sachsen-Paule, oder nicht? Ja, ein natürliches Comedy-Talent. Ja, das sieht man, das hat man dann auch gesehen in der Sendung selber, wo er den ersten Witz angebracht hat. Schauen Sie hier. Wir müssen uns gegenseitig nominieren. Ja. Richtig. Scheiße. Jetzt hast du eine Stimme. Vorher hast du keine, siehst du? Das hast du mal gemacht. Ich hab das schon ein paar Mal gesehen, aber ich freue mich jedes Mal. Ja. Er hat auch gerappt übrigens im Haus. Hat auch gerappt? Ja. Wie? Und sieht die Frau dann aus wie die schöne Mona Lisa, da wächst bei ihr gleich der schiefe Turm von Pisa. Nein! Ja, wirklich! Nein! Wirklich! Hey. Nein! Und ich hatte diesen... Das hat er wirklich gemacht? Das hat er wirklich gemacht. Und ich hatte das... Ich hatte das ganz kurz als Einspieler gesehen. Ja. Und direkt nach dem Spruch war ich dann halt wieder live drauf. Und ich habe ungefähr so geguckt. Ja, ich konnte, also das war... hat er auch im Haus dann gerappt, ja, oder was? Klar. Unfassbar, oder? Ja. Das geht doch nicht. Unfassbar. Und was ist jetzt los? Ich habe gehört, irgendwie Massenflucht. Ich komme ja nicht dazu, das zu schauen. Eine Massenflucht hat stattgefunden. Von der armen Seite in die reiche. Wie nennen sich diese Bereiche eigentlich? Arme, das ist der normale Bereich, der reiche Bereich und der Survival-Bereich. Ach so, der Survival-Bereich, das ist der ärmste Bereich. Genau. Ja, die haben nichts. Die wohnen draußen mit Schlafsack. Ah, okay. Und die sind jetzt über die Mauer geklettert oder was? Über nee, die hatten ja dann 3 Wochen eigentlich fast täglich ein Wechselmatch. Wenn sie das gewinnen, dann können sie in den reichen Bereich. Es hat aber nie geklappt, aber Heiko hat es endlich geschafft und hat für die Survivor die Freikarte für den reichen Bereich erkämpft. Oh. Und zwar Ausdauerlaufen. 65 Runden ums Matchfield ist er gegen Achim gelaufen, also einen aus dem reichen Bereich, und hatte am Ende, glaube ich, 20 Runden Vorsprung. Und als man ihm gesagt hat, so fertig, hast gewonnen, ist er, da ist noch 2 Runden weiter. Echt? Hat dann überlegt, okay, dann ist das Ding gewesen. Ja. Nein, ich möchte auch gar nicht so... Ja, alles sehr komplex. Genau. Also, mir ist das zu kompliziert ein bisschen. Aber gut, wenn man es oft genug schaut, dann ergeben sich... Auf Premiere kann man 24 Stunden live... Auf Premiere kann man das 24 Stunden live gucken? Unfassbar. Hast du eine geknackte Karte, oder? Es geht ja, glaube ich, bei den neuen Decodern gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht, weiß es nicht. Machst du eigentlich noch Musik? Oder? Richtig, ja. Deswegen habe ich so auch das, damit du es ansprichst. Ja, ja. Es kommt am 26. April. Wie, es kommt schon wieder eine Platte von dir? Ja, was denn? Wieder Hardcore-Rap? Nein, diesmal ist es Punk Independent Underground Flavor Style Rhythm Blues. Nee, sag mal, was denn? Nee, das ist Pop-Rock und diesmal ist es Pop-Rock. Ja. Nee, du aber singst jetzt schön. Aber oder ja, rappst du noch? Ich mach beides diesmal. Hm? Ah, du rappst und singst. Ja. Verstehe. Und ich habe es auch erneut in meinem kleines Studio mit selber produziert, mit 3 Freunden zusammen. Und es kommt am 26. April kommt die nächste Single raus. Das ist eine Doppel-A-Seite, also da sind 2 Songs dann drauf. Der eine heißt Engel, das ist eine Ballade, und der andere heißt Unsterblich, und der ist dann eher so wieder... Auf Deutsch aber. Ja, also, keiner kennt Englisch. Ich bin ja gespannt. Deine Kollegin hier, die früher mit dir gesungen hat, die war ja auch hier bei der Grand Prix-Vorausscheidung. Tina Frank. Ja, was hat die noch gesungen damals? Welches Lied war das? Wir haben Flugzeug im Bauch und genau. I Wish, und das erste Mal hat es noch weh und Nothing's Gonna Change My Love For You. Achso, alles hast du mit der gemacht? Also ja, fast alle. Ja. Die Hits halt. Ja. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden das wohlwollend betrachten. Und vielleicht werde ich dir auch mal nachspielen, das Lied. Persönlich. Ja. Na, keine Cover dabei diesmal. Ganz komisch, ich weiß auch nicht. Das Album war fertig und kein Cover. Ja, ist doch gut. Ja, ja, das verschafft persönliches Profil. Ja. Immerhin. Ja. Wann geht's weiter mit Big Brother? Wann bist du das nächste Mal zu sehen? Morgen um 19 Uhr. Morgen um 19 Uhr? Also täglich 19 Uhr. Ja. Ja. Big Brother mit Olli P. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Olli P., meine Damen und Herren.
Jetzt, meine Damen und Herren. Der Olli ist immer nett, oder? Wenn der Olli hier ist, der hat so ein sanftes Wesen da. Wenn er geht, dann sage ich immer, das hat mir Spaß gemacht. Ja. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Es gibt ein Gerät, habe ich in einem Beitrag gesehen, das Hunde bellen in Sprache umdeuten kann. Ja? Schauen Sie sich das hier an. Während Kraftwerk sich ausschweigt, sind Tiere wesentlich kommunikativer. Das Problem ist nur, manchmal verstehen wir sie nicht. Und da hat sich eine japanische Firma was ausgedacht, einen Hundegebellübersetzer. Ja, und wir probieren den jetzt einfach mal aus. Ich glaube, man muss da jetzt so reinbellen. Ja, ne? Machen Sie das mal. Okay, und was sagt jetzt der Übersetzer? Beachte mich mehr. Also, er bittet um mehr Beachtung. So. Das sagt der Hundeübersetzer. Ich habe mir das Timer besorgt. Das ist das hier. So. So, das kann dann, wenn man die Geräusche des Hundes dort mit aufnimmt, dann analysiert das Gerät das. Und ich zeige Ihnen erstmal einen Hund, der irgendwas mitteilen will. Und ich lasse das Gerät mal dabei das analysieren. Schauen Sie mal hier. Was stört dich da? Was stört dich denn da so? Sag einmal. So, unser Fraulein gehört uns beide, nicht nur dir. Ha? Was stört dich denn da so, alter Rübezahl? Ha? Komm. Ja, so, jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Hund sagen wollte. Ja? Pass mal auf, ich zeige Ihnen das nochmal. Wir können das unten einblenden, was dieses Gerät analysiert. Schauen Sie mal. Was stört dich denn da so? Sag einmal. So, unser Fraulein gehört uns beide, nicht nur dir. Was stört dich denn da so? Also, wir will jetzt sagen, ha? Komm. Schon nicht schlecht, oder, was dieses Gerät alles kann. Und jetzt haben wir noch was zu analysieren, und zwar, was dieser Hund hier meint. Schauen Sie mal. Ja. Kann ich Ihnen nur empfehlen, ein wunderbares Gerät. Ja. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. So, aber die nächste junge Dame, die kommt, finden Sie mit Sicherheit gut. Sie hat unfassbar erfolgreich mit ihrem ersten Album vor 2 Jahren abgeräumt hier in Deutschland und ist jetzt zurück mit ihrem neuen Album und mit ihrer neuen Single Left Outside Alone. Begrüßen Sie recht herzlich Anastasia! Welcome to the show. Thank you. Yeah. It's good to be here. Y'all crazy. When was the last time you've been here?
Oh my goodness. It was one and a half years ago. I think it was about 2 years ago that I was here. And you slid somewhere and fell all over the place. Yeah, we had the Do you have the part of the show? Can I see it again? We don't have it. No, we don't have it. You didn't want to see it again. Did I fell? Oh, you fell. Ah, okay. Da bin ich noch immer dieses Geländer runtergerutscht und sie sagt, ich habe mich da auf die Fresse gelegt, ja. Frei übersetzt, ja. We gotta do commercial first and after that we come back. Ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren. Anastasia bleibt natürlich bei uns, wir werden gleich ein bisschen erzählen. Und nach der Werbung zeigen wir Ihnen auch ein bisschen was aus Simple Life mit Paris Hilton und Nicole Richie. Und sind gleich wieder da mit Anastasia. Bis gleich. Hey, yeah. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, es reicht. So. Well, you know, I actually have a gift for you. You have a gift for me? Yeah. Oh, it's, ein Geschenk. I want you to be part of my crew. Okay. And I've now started this new thing where I've just, oh my goodness, where is it? What? What are you looking for? This isn't the right shirt. Oh, there it is. Oh, it had it. There it is. It says Sprock. What does it mean, Sprock? That means soul pop rock music, one with feeling and emotion. And Sprock. Yeah. This is the style you would describe your music. This is my new sound. Okay, da müssen Sie jetzt drauf einrichten. Also, es gibt eine neue Musikrichtung, die Frau Anastasia hat die erfunden, ja? Und die heißt nicht mehr Rock und nicht mehr Soul und nicht mehr Pop. And now you have a tattoo of mine on your back. Okay, this is your tattoo. You have that on your back? Yeah, on my back. Oh, let me see. You know, Shannon. Yeah, Shannon. I know you. Where is it? Is it above? It travels a little lower. Okay. It comes down. Yeah, it comes down. Every it gets year. Bigger and smaller and bigger and smaller when I move differently. Every year and in 10 years you sit on it. I'm sitting on it in 10 years. Okay. Sprock. Soul, pop and rock. Yeah. So maybe you can integrate some funk in it. So probably sprock. But you know what? It's a good thing I didn't It's a good thing I didn't do country and rap music because that would be crap. Crap. Yeah, that's right. So I'm kind of glad I did soul pop rock. Thank you very much for that beautiful present. You're very welcome. Yeah. Thank you for having me on the show. Yeah, you're welcome anytime. You're welcome anytime. So your new album is out now. No, when is it out? Is it out already? It's out as of yesterday. Yesterday. Yeah. Yesterday. Gestern das neue Album erschienen mit dem Titel. Hier sehen Sie es. What is the Anastasia. Title? It's just Anastasia? Well, I'm glad you rehearsed it. Yeah, Anastasia. The album is called Anastasia. I know, it's not normal. You're supposed to do the self-titled album, the first album. Yes, I know. That's what I thought. I don't do the normal What was things. The name of the first album? Not That Kind. Not That Kind. So the new one is called Anastasia. Yeah. Yeah. Und die aktuelle Single heißt... Left Outside Alone. Da schauen wir uns gleich mal. Ja, ich sehe es hier gerade. You know, so many different I know you're distracted. People on the show. Oh, you know, exactly. Yesterday it was. Right. Wer war eigentlich gestern hier? I forgot it already. Exactly. Wer war denn gestern hier? Hab schon wieder vergessen. Was? Helge Schneider! Thank you! Helge Schneider was on the show. You know Helge Schneider? Of course. You really know him? Yes! So he's a. Who doesn't? He's a comedian. He's like. He's so funny. Yeah. Because he had a couple of big hits also, because he's also a musician. Exactly. Yeah. Yeah. He had big hits. He's also a musician. Big hits. Right. Sorry. Thank you very much that you did the joke. So I don't have to do it. Hey! Thank you very much.
Okay, I see, we like the same stuff. So, what I say? Also, his biggest hit was Helge Schneider. I'm talking, yes. Still talking about Helge, right. Schneider. His biggest hit was Katzenklo. You know that? It was a little bit of a hit in America. Cat Lou. Right. That was the title, Cat Lou. Cat Lou? Cat Lou. Where a cat goes... That's almost what I called my cat, is it called, my new album. Is it, yeah. Almost. Yeah, and you're, I was like, sure, got it. That's the album, mm-hmm. Sollte so heißen, yeah. Yeah. Is it called that way in America too? Like Cat Lou, or is it another description cat for poo? It? Cat poo? No, the Cat Lou is where the cat puts the poo. Cat litter. A cat litter is it called? Yeah, a loo is a bathroom, like, you know, for us, but a litter box. Okay, I see. Cat so, litter box. Cat litter box, that's what it's called. Cat litter box. Cat litter box. Yes, that makes the cat so happy. That was the lyrics. That's great. Yeah? It's bouncy. Yeah, it's bouncy. Did you recognize what they did? They clapped on two on beat. And four. Hey, man. Yeah. They know. I've taught them well. I never heard that in Germany. I know. They go. Yeah. Normalerweise in Deutschland klatscht man, in Deutschland, die deutschen Zuschauer normalerweise klatschen auf 1 und 3. Ja? Yeah. Also, left outside alone. Yeah. Richtig musikalisch ist aber so, wie sie es gerade gemacht haben. Left outside alone. Ah, I'm giving them soul, baby. I'm giving them soul. Ja. Also, erstaunlich. Ja, ist doch gut. Danke. So, very musical audience here today. Yeah, very impressed. I want to show you something, because a fan of yours who got an autograph from you at the hotel these days said something very interesting. Oh, no. Yeah, the girl, she compared you with someone very popular, former star, yeah. Very popular, and take a look at this. Strahlend schön und voller Temperament schrieb sie sich beinahe die Finger wund. Kein Fan sollte heute ohne Autogramm nach Hause gehen. Auch Anastasia-Bewunderin Andrea aus Köln konnte ihr Glück kaum fassen. Ja, das war so, als wenn ich früher, weiß ich, von Willy Milovic gestanden habe. So, es ist ein normaler Mensch und macht super Musik und ist wirklich richtig einfach cool. You know what she said? It was like, she was asked how it was for her to meet you. Uh-huh. Yeah. And what did she say? And she said, it for her, it was like meeting Willy Milovic, you know? And Willy Milovic, you want to see a picture of Willy Milovic? I have it here. This is Willy Milovic. Oh. But she meant it's, yeah. But he's a very nice guy. He was very popular. He passed away a couple of years ago, yeah. And she said, meeting you was like meeting Willy Milovic. I think so, too. Yeah, and I have, you know, and I make it possible for the fans to imagine how it would be to meet you and Willy Milovic at once. What do you think about this? Yeah? How do you like this? Super Bild, oder? He was also a singer. Hey, now. He sang songs like Ich bin ein kölscher Jung, was willst du machen? Ich bin ein kölscher Jung und Dunjen lache. Ja. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Kölle. Yeah, exactly like that. He's from Cologne, and he was singing a Cologne dialect. You know? Yeah, I sort of feel it. Yeah. So you know, of course, you know Simple Life. You've seen it in America? Yeah, those are my girls on Simple Life. Simple Life war ein Riesenerfolg in Amerika mit Paris Hilton und Nicole Richie. Läuft seit letzter Woche, letzte Woche läuft hier auch auf ProSieben. Und zwar morgen Abend gibt es wieder ein bisschen was zu sehen. Simple Life vor TV Total. You know the girls? Yeah. Both? Yeah. Both of them?
At the same time, yeah. Yes, where from? From, you know, being in the biz. Being in the business? Being in the biz. Yeah, you know Lionel Richie? I know him for being in the He business. Was here a couple, two, yeah, year, you two weeks what? Ago. Yeah, you know what? I saw Lionel Richie in I think, in London, and I made him give them the girls Survivor Chick t-shirts for my breast cancer fund, so okay, make I sure see. They support that as well. Okay, sie hat ihn in London getroffen und hat für die beiden Mädels ihm T-Shirts mitgegeben für ihre Brustkrebsvorsorge Foundation. Yeah. We take a look. We take a little look at the show. It's so funny. Und zwar hier können Sie mal sehen. Morgen Abend können Sie das komplett sehen. Aber hier können Sie mal sehen, wie Nicole, Richie und Paris versuchen, zum ersten Mal eine Kuh zu melken. Schauen Sie sich das an. Ich habe sowas in der Art vorher noch niemals gemacht. Ich nehme an, ihr habt noch nie eine Kuh gemacht. Nein. Ich bin total fertig. Das ist echt nicht witzig. Ja, du nimmst das und du sprühst die Euter. Paris, schnapp den Hantel. Einfach abwischen. Ich werde nie wieder Milch trinken. Das mache ich auch nicht. Vergiss es, ja? Trinkst du schon wieder Milch? Nein. Hamburger esse ich auch nicht. Auf meinen Arm. Du solltest erst mal sehen, was du auf der Backe hast. Ah! Ja, morgen Abend mehr bei Simple Life. Paris Hilton, Nicole Richie. Would you go on a farm like this? No. Yeah. No. I'm not part of the farm girl mentality. I don't do the outhouse thing, and yeah. I'm just too picky. I'm too clean, so okay. I'll stay inside, and they can go and pitch the tents. And okay. I'm not missing anything. I don't think I can look at the forest. I don't have to get in the forest. Okay, verstanden. Yeah, I understand. So good luck to you and your new album. And you're coming on tour in Cologne autumn. And yeah. All of Germany. Yeah, all over Germany. 10 Konzerte im yeah. Herbst von 30. September bis yeah, zum September 28th. All the way beginning through of to November. The middle of November. Yes. Yeah. Okay. So yeah, maybe I come and see you at yeah. the show. Yes. Yeah. And you come on stage and maybe sing a song? We'll do it together. Where is your instrument? I have a couple of instruments, but the time is running out. I'm sorry. Yeah. But I come on. Yeah. I come. Are you tuned? You're gonna. What are you gonna play for me? You wanna play something? Do I wanna play something? I can't play. I'll write something with you right now. I play some funky chords and you do some ad libs. We gotta do a little, yeah. We're running out of time, we have to hurry. I know, I'm sorry. So, wir müssen jetzt eine kleine Schalte machen, meine Damen und Herren, zu meinem Kollegen Stefan Gönne bei Biz. Stefan, kannst du mich hören? Hallöchen. Good evening, Anastasia. I'm glad you're still there. Hello, yeah. Good evening. Normalerweise geht es bei uns ja um Luxusschlitten. Heute Abend haben wir quasi Autos für Luxusschnitten, wenn man so sagen will, für Frauen, die auf fette Spoiler stehen. Dieser hier ist da ein kleiner Witz gegen, denn die Spoiler, die wir heute Abend zeigen, die sind so prollig und abgefahren, dass sie schon wieder Kult sind. Großartige Geschichte. Und außerdem begleiten wir heute Abend Kaufhausdetektive bei der Arbeit. Und ich möchte ja mal behaupten, dass noch kein anderer Fernsehsender so dicht dran war wie wir heute Abend. Also spannende Geschichten, unbedingt jetzt dranbleiben. Okay, gleich bis mit Stefan Gödde. Ich habe nichts gesehen, mir ist nichts runtergefallen. So, meine Damen und Herren, das war's schon für heute. Morgen bei uns zu Gast Ausbilder Schmidt und die Moderatorin von Tuning TV, Christina, Katharina und Lina. Das war's für heute. Thank you very much, Anastasia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen.